So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und ihr seht schon hinter mir alles weihnachtlich dekoriert. Da blinkt es, da funkelt es, alles richtig am Start. Wir sind angekommen im vierten Kapitel auf jeden Fall. Das ist mein Lieblingskapitel, wenn ich es so nennen will. Denn es geht an die Rocket-Bosse, die Rocket-Leader. Wir gucken jetzt mal hier unten. Da Gro hat ein Foto gesendet. Der hat bestimmt wieder was Krasses gefangen. Wir gucken aber mal. Schön vom Sofa gefangen, sag ich doch. Der hat immer ein Mehl. Wir gucken mal hier auf den Rocket-Radar und sehen am Strich, also jetzt hier links hoch, sind sogar zwei nebeneinander. Ich habe nämlich schon die 6 Stück, habe ich von der letzten Aufgabe vom dritten Kapitel noch gesammelt. Wir laufen also mal hier hoch zum Strich. Da ist sogar noch ein normaler Rocket-Stop. Da ist also ein Rüpel und zwei Leader auf einem Haufen. Die nehmen wir jetzt mit, beziehungsweise können wir ja nur einen von den zwei Leadern machen. Mal gucken, wer da ist, welchen wir mitnehmen und ja, melden uns dann gleich am Strich zurück. So, am Strich angekommen, wie schon gesagt, ihr seht in der Mitte hier ist ein Rüpel. Das sieht doch gut aus. Hier haben wir Sierra gehabt, die ist jetzt wieder zugegangen, da muss ich wieder einen Meter zurücklaufen und hier haben wir Cliff. Cliff fand ich aber immer am leichtesten, deswegen denke ich mal, fangen wir mit Cliff an. Vielleicht können wir euch hier wieder irgendwo abstellen. Machen direkt Cliff zum Anfang, heben uns Sierra und Alo dann auf. Komm, Sierra, noch ein Stück. Komm raus aus deiner Hütte. Da. Sieht die nicht blendend aus, die lassen wir jetzt aber zurück. Das war nur eine Verarschung, wir wollen die gar nicht. Wir stellen uns jetzt hierher, machen Cliff. Euch stellen wir mal hier oben ab, wie immer. Ah, wie sieht das denn aus? So, Cliff. Ich nehme eigentlich immer das Gleiche, deswegen ist eigentlich es sowieso nicht spannend. Wir nehmen sowieso das Regi-Rock als erstes. Regi? Na? Jetzt dauert es wieder 100 Jahre, wir kennen das schon. Regirock, zwei Machomai hinterher. Ganz, ganz penibel. Die meisten nehmen ja immer Lucario, aber ich habe halt kein gutes Lucario und ich habe auch kein hochgezogenes, kein gemaxes. Deswegen nehmen wir einfach Regirock. Mit Zielschuss hat er auch ziemlich schnell seinen Charge Move voll und bringt sogar noch das erste um, wenn ich Glück habe. So, Steinkante, kann man auch schön machen, immer hier so gemütlich hochwischen. Und an jedem vorbeigewischt, dass ihr auch ja nicht effektiv seid. Aber der wehrt ja sowieso erstmal zwei ab. So, da geht's gemütlich weiter. Ihr seht, der hat noch keinen Move durchgebracht und wir sind schon beim zweiten Charge-Move angelangt. Das heißt, das zweite Schild von ihm ist auch schon weg. Wieder verkackt. Beim dritten muss ich mir dann Mühe geben, da geht's dann um die Wurst. Jetzt könnte ich ein Schild mal einsetzen, damit ich meinen Regirock noch mitnehme und ihm die dritte Steinkante auf die Mütze knall. Ja. Das sieht gut aus. Jetzt konzentrieren und schon verkackt. Was ist denn heute los? Ich glaube, das liegt am Handy heute. Das hat heute keine Lust. Hat aber trotzdem gereicht. Mauzi ist auf jeden Fall down. Jetzt haben wir hier Drache und Boden. Da können wir sogar nochmal. Jetzt aber. Einfach fabelhaft, war schon besser. Da können wir nochmal das durchknallen. Jetzt ist es natürlich nicht effektiv, wenn ich Maromai habe, aber wir können nochmal die Steinkante durchboxen. Wir machen es mal anders, wir gehen mal hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Das war nicht einfach fabelhaft, es hat aber nur noch die Hälfte an Energie. Wir haben noch ein Schild übrig. Wir gucken mal, ob wir das so schaffen. Den wärmen wir ab, okay. Jetzt kommt es natürlich wieder darauf an, was er als drittes hat, aber wir machen lieber den Wuchtschlag, weil ich jetzt wieder warten möchte und denke, der bringt ihn mit dem Fast Move um, dann macht er im Endeffekt sein nochmal und dann habe ich auch nichts gekonnt, also 3 Sekunden nutzen, draufhauen, Despot da, wunderbar. Ah. Und jetzt ein Machomai müsste reichen. Einmal draufhauen, richtig Bams.
Und da ist es fast weg. Jetzt noch zweimal mit einem Regirock und einem Macho Mai haben wir es geschafft. Also. Mensch. Die Emilia. Brian, wenn du das siehst, ne? Deine Schwester. Da müssen wir noch mal reden. 670 von 1000. So, Mauzi, aber kein Shiny. Ist nicht schlimm. Das nehme ich jetzt als Zwischencut einfach mit. Tütet das ein. Mach 6 Rüpel und dann sehen wir uns bei Sierra oder Arlo wieder. Also, ich sag doch, das macht Gaudi besser als das mit dem PvP im Kapitel 3. Wir ziehen weiter und sehen uns bei den nächsten zwei. So, da sind wir angekommen, ne? Beim Spielplatz. Und hier sehen wir schon, da wartet nämlich der Arlo. Spielplatz, alte Ziegelei. Den wollen wir jetzt als zweites mitnehmen. Und ich frage mich gerade, die sind doch eh den ganzen Tag immer an der gleichen Stelle. 24 Stunden. Wenn wir jetzt wissen, dass die Sierra unten beim Strich an dem Stop ist, könnten wir dann auch, wenn wir keinen Radar haben, da hingehen. Weil den braucht man ja nur zum Aufspüren, dass man weiß, wo die sind. Und die ist dann einfach schon da. Oder werden die da nicht angezeigt, weil dann ist es ja nur ein normaler Stop. Ja, ich glaube, so ist es, dass es dann nur ein normaler Stop ist. Deswegen muss man das jedes Mal neu machen. Dann wissen wir aber schon, wenn wir die nächsten 6 zusammen haben, dass wir einfach da unten die Sierra nochmal machen können. Was heißt nochmal, dass wir die machen können, weil die haben wir ja noch nicht. Dann haben wir den Clip vorhin gemacht und dann sind wir eigentlich schon durch. Dann haben wir eigentlich alle. Hier nehme ich mal wieder mein bekanntes Team. Regirock zum Schilde rausloggen, Macho Mai, Despot da zum draufknallen. Hoffen, es passt so und er hat nicht wieder irgendwie Dinge, die mich überraschen. Aber Kampf müsste ja gegen Stahl gut sein und boah, Despot da dann auch gegen Flug eben gut. Da ist schon die erste Attacke. Diesmal kriegen wir es auch besser hin, einfach fabelhaft natürlich. Wir rotzen weiter drauf. Er macht schon seins. Wir könnten ja das dann opfern lassen, bevor wir das zweite Schild aufbrauchen natürlich. Lassen wir das Regirock lieber tot umfallen. Hauptsache die Schilde sind weg und wir können mit dem nächsten draufheizen und das hat keine Attacke voll. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, weil ich verstehe es selber nicht gut. Nein, weil ich nämlich extra, wenn ich immer das zweite Schild von mir verbrauche und er haut mich mit den Sofortattacken dann nieder, hat er bei sich ja schon wieder den Charge Move fast aufgefüllt. Und wenn ich dann mit dem Macho Mai zum Beispiel reinkomme und er hat einfach seinen Move voll und ich kann ihn dann nicht mehr abwehren, dann ist das für mich halt nicht so krass. Das dürfte auch effektiv sein. Weil Flug? Ist das Flug? Nee, das ist Stahl und Elektro. Also ist nicht effektiv, okay. Stahl, Elektro, da könnten wir als nächstes aber Kampf nehmen. Und, komm, einmal schaffen wir es noch. Einmal. Ich finde das so genial. Ich weiß nicht, alle kämpfen immer mit Lucario, aber der Ramses und sein Regirock. The Rock würde es der Ismo wahrscheinlich schon wieder nennen. Wir sind so ein gutes Team. Jetzt habe ich es natürlich trotzdem verkackt, weil jetzt hat er bestimmt seinen Move fast voll und kann ihn gleich gegen das Macho Mai einsetzen. Außer, ja, das war dumm. Ich hätte das, na gut, ich hatte ja keine andere Wahl, ich musste ja. Ist egal, wir haben das auf jeden Fall gleich weg. Wir sparen uns aber den Move auf für das nächste, das wäre jetzt Verschwendung. Wenn wir den hier noch raushauen, hauen weiter drauf, dass sich das nochmal füllt und hoffen wir jetzt beim dritten auf Glück. Das müsste hinhauen, wir hauen noch ein bisschen und jetzt zweimal Wuchtschlag hintereinander, wenn ich es hinbekomme. Müsste effektiv sein gegen Stahl und dann müsste es eigentlich auch schon tot sein. Ist gar nicht effektiv. Gut, wir hauen trotzdem aber nochmal drauf. Mit dem Wuchtschlag eben. Und dann dürfte es auch schon gegessen sein fast. Den setzt er nicht mehr durchkommen. Zack, zack, zack und dann liegt er in der Ecke. So einfach geht das. Also, ich verstehe nicht. Beim ersten Mal jedes Mal verloren. Aber gut, man muss auch mit der Pokémon-Auswahl ein bisschen Glück haben natürlich. Jetzt hat das gepasst. Wunderbar. Da nehmen wir noch alles mit. Wir gucken mal, ob wir einen Shiny haben. Wenn nicht, nehmen wir das wieder als Zwischentake. Geben uns dann wieder zum Strich. Gucken uns mal die alte an, ob die da ist. Ist leider kein Shiny.
Nehmen wir trotzdem mit und es nieselt ein bisschen, deswegen muss ich die Kamera jetzt unterstellen. Ich wusel jetzt wieder nach Hause und werde beobachtet die ganze Zeit, weil ich hier auf dem Privatparkplatz stehe. Aber egal, wir fangen das, melden uns zurück beim letzten. So, da sind wir also nochmal am Strich. Jetzt musste ich mich wieder hier runter bewegen. Da ist der Fischi, ne? Den kennt er noch. Wir drücken jetzt mal hier drauf, dass wir die aktiv haben und stellen uns aber wieder hier hoch. Da können wir nämlich das Handy gut ablegen. Ach, das Handy, die Kamera gut ablegen. Bam! Und machen dann den dritten. Was ist denn hier? Die will wohl gar nicht kämpfen oder was? So, da ist sie doch. Kämpfen. Wir nehmen einfach genau wieder das gleiche Team, was wir die ganze Zeit schon haben. Und ich hoffe, die hat kein Simsala hinten drin oder irgendwas. Oder Gardevoir oder irgendwas. Dann habe ich nämlich immer Probleme. Nehmen also wieder das Regirock am Anfang. Wieso kann man die Teams eigentlich nicht speichern? Das verstehe ich nicht. Das wäre doch richtig genial. Jedes Mal muss man eine Stunde rumknören und das alles auswählen. Da haben wir wieder unser Stein, da haben wir unser Maromai. Normalerweise, wenn es laden würde. So, gleiche Taktik wie immer, Schilde rausloggen, gucken, was er als nächstes hat, draufknüppeln und dann hoffen, dass man es schafft im ersten Durchgang. Bis jetzt haben wir es ja geschafft alles. Bei ihr kann es ein bisschen schwerer werden. Die überrascht einen immer mal mit anderen Pokémon. So. Jetzt ist es auch kurz vor 11. Gleich geht ja auch der Raid-Tag los, wo die ganzen Starter in den Raids auftauchen. Dann muss ich ja auch noch mitrennen, obwohl ich eigentlich gar keine Lust habe. Werde mal gucken, da werde ich vielleicht auch die 5 gratis Raid-Pässe werde ich wahrscheinlich wegmachen und was filmen, aber dann irgendwie an euch. Da lenkt mich die Frau total ab. Die zu Norma will. Nein, da werde ich die 5 gratis Raid-Pässe auf jeden Fall wegmachen. Werde das Video aber dann erst, wenn ich die Spezialforschung komplett fertig habe, hochladen. Nein! Jetzt habe ich die Attacke nicht gemacht. Gut, dann kommt halt jetzt Maromai. Jetzt muss ich auch noch das zweite Schild rausschmeißen. Ja, die hat Norma gesucht. Die hat mich komplett rausgebracht jetzt. Die will wohl von hier bis zur Norma laufen, da ist er ja morgen, da ist er morgen noch unterwegs, also. Ich dachte, sie fragt mich, wo der Markt ist. Hat sie gesagt, der Markt ist da. Der Norma-Markt, Norma-Markt. Norma-Markt, ah. Wir sollten vielleicht mal wechseln auf das Despotar, damit das mir hier nicht das Maromai kaputt macht. Jetzt können wir nicht mehr wechseln und müssen hoffen, dass das dritte noch passt. Hab's leider ja mit dem Regi. Nein, keine Schutzschilde mehr. Die ist schuld, weil die Norma gesucht hat. Boom, und fast tot, aber es ist auch tot. Wunderbar. Jetzt habe ich trotzdem nur noch ein totes Despot da und ein halbtotes was anderes. Und nein, es kommt Simsala am Ende. Da kann ich doch mit dem Maromai nichts machen. Da bräuchte ich ein Despot da mit Biss, Knirscher. Los, mach was, hau drauf, bevor du umfällst. Vielleicht schaffen wir es noch gerade so mit den 3 Sekunden, dass wir noch Schaden machen können. Wir kommen rein und wir haben Wuchtschlag. Ja! Wir könnten es schaffen, wenn der jetzt durchgeht und den umrotzt. Ja, kein Problem. Zack, mit Maromai Simsala. Das ist überhaupt nicht möglich, aber haben wir geschafft natürlich. So, jetzt haben wir alle 3 Bosse fertig. Können wir gleich gucken, ob wir vielleicht noch einen Shiny Sneebel jetzt bekommen. Wenn nicht, fangen wir das einfach, sind dann fertig, gehen zur Raid-Stunde, versuchen einfach 5 Glurak-Raids zu machen heimlich. Aber die anderen, die wollen ja auch Turtok machen und Bisaflor. Leider kein Shiny. Wir fangen es trotzdem mal, wenn es aufhört rumzuhüpfen. Bam, großartig. Ich werde mich anschließen, ich werde vielleicht von 11 bis 12 eine Stunde spielen, da halt die 5 Pässe wegmachen und dann das Video irgendwann hochladen, wenn die Spezialforschung fertig ist. So, das Nibel. Auch nicht gut, wie immer. Habt ihr einen Shiny dabei gehabt, dieses Jahr, dieses Mal bei der Spezialforschung? Schreibt es mal rein.
Hier noch ein Rüpel von vorhin. Den lassen wir aber stehen. Da ist der Juli, ne? Richtig krass. Guckt nur euch an, wie er da rumrennt. Der hat schon wieder 10 Shinies gefangen. Wir ziehen aber jetzt los Richtung Brücke, X-Raid Arena. Und gucken mal, was da als erster Raid auftaucht. Das war's vom 4. Kapitel. Wir sehen uns im 5. Kapitel wieder. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Jetzt habe ich ganz vergessen, überhaupt die Belohnungen abzuholen. Jetzt muss ich nochmal rein. Die bringen mich alle durcheinander. Ich hab's doch gewusst. Erst kommt die Frau. Und dann der Juli und vorher der Fischi. Also müssen wir noch hier einlösen. 1250 Erfahrungspunkte, dreimal nehmen wir mit, 2000 Sternenstaub, ein Super Rocket Radar und goldene Himbeeren, auch 3 Stück. Brauche ich aber nicht. Ich brauche Bonbons. Das war's aber jetzt vom 4. Kapitel. Wir sehen uns im 5. Kapitel auf jeden Fall wieder. Bis dahin, Peace out, vorhaut, euer Ramses.